Hey ihr, ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier aus Österreich. Hinter mir seht ihr noch ein bisschen vielleicht die Berge. Heute ist Heiligabend, 24. Dezember ist heute. Ich bin hier für ein paar Tage zum Skifahren, ein bisschen runterkommen und dann geht es auch schon weiter zum Lehrgang von Torben Wosig. Da arbeite ich ein paar Tage als Trainer. Und zurzeit gebe ich ja in Berlin auch, seit wohne ich in Berlin, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ja auch Privatstunden, habe da auch meine ersten Trainings schon gegeben. Bis dahin, ja, ich bin wahrscheinlich bis Mitte Februar erstmal in Berlin, vielleicht auch noch länger. Jedoch werde ich dann wahrscheinlich erstmal für kurze Zeit nicht dort sein. Also alle, die aus Berlin kommen und noch Interesse haben an Privatstunden mit mir, können sich gerne bei mir melden. Genau, und dann werde ich euch auch sagen, wo und wie das stattfindet. Habe ich auch vor kurzem ein Turnier gespielt in der Nähe, in Cottbus. Ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt schon mal oben bin, ich in Berlin, ich komme ja eigentlich aus Nürnberg, dann will ich auch ein Turnier spielen. Einfach auch um zu schauen, okay, wie gut sind die Spieler dort. Ich spiele ja oft im Training oder manchmal trainiere ich in Berlin gegen Spieler. Und ich merke oft, okay, die TTR-Punktzahl, die stimmt nicht so ganz überein. Also wenn ich gegen jemanden spiele, der genauso viele Punkte hat wie ich, jetzt in Berlin zum Beispiel, also ich spiele in Nürnberg und jemand in Berlin hat genauso viele TTR-Punkte wie ich, dann ist die Chancenverteilung nicht irgendwie 50-50, sondern ist schon deutlich auf meiner Seite. Also einfach, weil das Bundesland Bayern zum Beispiel einfach eine viel, viel stärkere TTR-Punktzahl hat. Also wenn du Punktzahl hast, dann ist es einfach nicht ganz genau gleich zu den anderen Bundesländern. Deswegen vergleicht euch da auch nicht immer so ganz zu den anderen Bundesländern. Das ja, ist einfach immer ein bisschen unterschiedlich. Und in Cottbus habe ich eben ein Turnier gespielt. Cottbus Open heißt das Turnier. Look, part of me, a full part of me is in love. I know we just met. But a part of you is in part of me. That's how I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath. And if I break your heart or you break my heart, then there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this. Ask my exes, they probably be glad to tell you this. Thinking that you rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you round. And that body, girl, is all mine. On the floor of the kitchen, and I'm feeling all you got. Ain't nobody else's home, we ain't scared of being loud. Let me hear you scream it out. Say my name, wear it out. Say my name, wear it out. Say my name, Und der erste Platz geht an Moria Bösinger von SV Eierhof. Und dachte, okay, dann werde ich mal schauen, wie gut es da ist. Leider war es irgendwie nicht ganz so gut besetzt und da möchte ich auch noch mal ganz kurz ein paar Worte drüber verlieren. Da ich habe in der A-Klasse gespielt, also in der höchsten Klasse, und da waren jetzt halt nicht viele Spieler aus der A-Klasse mit dabei. Was meiner Meinung nach, also ich kenne jetzt ja die Region da nicht so und ich glaube schon, dass es da auch ein paar stärkere Spieler gibt, jedoch an folgenden Kriterien liegt und was mich persönlich auch ein bisschen gestört hat, das ist auch ein bisschen mein Ansatz hier eben. Ich möchte inzwischen ein bisschen professioneller dann gehen, weil oft wird in der Öffentlichkeit immer gesagt, ja, okay, oder die Tischtennisspieler sagen selbst, in der Öffentlichkeit wird es nicht so wahrgenommen und wird nicht so professionell dargestellt und so weiter. Und der beste Weg, meiner Meinung nach, ist es, eben selbst professionell zu handeln oder professionell zu sein. Und das hat mich beim Turnier in Cottbus eben ja ein bisschen gestört, denn da wurde, glaube ich, ja, mit mehreren verschiedenen Bällen gespielt. Einmal mit Plastikbällen, dann mit Celluloid-Bällen und einmal mit Celluloid-Trainingsbällen und mit Celluloid-Wettkampfbällen. Und es geht meiner Meinung nach nicht. Also wenn du
weiß nicht, 7-8 Euro Startgeld verlangst bei Personen und damit Leute, also mit einfach oder einfach mit Trainingsband spielst und dann aber erwartest oder gern hättest, dass bessere Spiele da wären. Also es geht einfach nicht. Also wenn gerade klar die besten Spieler oder richtig gute Spieler kommen dann oft auch nur wegen Preisgeld. Das gab es ja zum Beispiel auch nicht. Aber allein schon die Tatsache, dass es zum Beispiel nicht einheitliche Bälle gibt oder nicht mal mit richtigen Wettkampfbällen gespielt wird, das ist meiner Meinung nach nicht sehr professionell und ist keine gute Voraussetzung auch für die Entwicklung vom Tischtennissport. Wenn man den Sport eben selbst nicht professionell genug nimmt, dann kann man meiner Meinung nach auch nicht erwarten, dass es eben von anderen Personen, die gar nichts mit Tischtennis zu tun haben, ja professionell angesehen wird oder beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch wenn jetzt zum Beispiel Dmitri Ovtcharov ab dem 1. Januar die Nummer 1 der Welt ist, was mich natürlich auch mega freut, dass da ein Deutscher ganz oben steht. Ich habe das Turnier dann, wie gesagt, gewonnen. Habe auch im Finale nur einen Satz verloren. Also es war auch eher für mich, um zu sehen, okay, wie ist es da so, wie laufen die Turniere ab. Und jetzt bin ich gerade hier in Österreich, bisschen am Skifahren, ist auch ganz gut, um den Kopf frei zu bekommen, auch geht auch mega auf die Beine, muss ich ehrlich gestehen, wenn du da wirklich 7-8 Stunden fährst am Tag. Ich bin 4 Tage insgesamt hier, auch mega schöne Landschaft hier in Österreich. Ich genieße es wirklich sehr, hier zu sein. Auch wenn jetzt für die Personen, die wirklich ja, Top-Niveau anstreben, wird ja auch von Trainern auch verboten oder nicht empfohlen, auf jeden Fall Ski zu fahren. Das ist schon klar, wenn du dich verletzt, ist nicht gut. Deswegen, aber ich glaube, die wenigsten nehmen das jetzt halt auf diese mega, mega professionelle Schiene. Ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also ich werde jetzt nicht irgendwie auf Skifahren verzichten, nur weil ich jetzt halt im Tischtennis erfolgreich sein will. Ich sehe das eher als etwas um den Kopf frei zu kriegen, ein bisschen Spaß zu haben. Natürlich ist es auch ein Sport, wo du deine Ausdauer stärkst, wo du einfach ja auch deine Muskulatur beanspruchst. Und deswegen ist jetzt nichts unbedingt mega Schlechtes dran, dass du jetzt im Winter zum Beispiel Skifahren fährst. Ich bin hier mit meiner Familie, genieße die Zeit hier sehr. Wo sind wir? Wir sind in Österreich.
ich finde es mega schön hier draußen, deswegen wollte ich hier draußen drehen. Auch wenn es schon ein bisschen dunkler geworden ist. Und genau, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Das Video, wenn ihr es seht, ist wahrscheinlich die Weihnachtszeit schon vorbei, aber einen guten Start ins neue Jahr. Ich habe mich auch schon auf Instagram und Facebook bei den Personen bedankt. Ich habe da auch eine Verlosung vom E-Book-Kurs über Tischtennis Ernährung nochmal gemacht. Ich habe da 2 E-Books hergeschenkt. Und ja, weil ich einfach weiß, dass es euch unglaublich weiterhilft, habe so viele positive Nachrichten schon bekommen zum E-Book-Kurs über Tischtennis und Ernährung, dass da Personen ihre Ernährung umgestellt haben, dass sie fitter sind, dass sie länger im Training durchhalten und so weiter. Und das freut mich unglaublich, deswegen wollte ich da einfach was zurückgeben. Da der Support, der war einfach mega, mega stark, bin ich wirklich dankbar. Seit Juli bin ich hier auf YouTube aktiv und auch der E-Book-Kurs wurde mega stark unterstützt und es freut mich wirklich sehr, dass ihr da alles am Start seid, dass ihr mich supportet und so weiter. Und ich bin mega gespannt auch auf das neue Jahr 2018. Ist einiges geplant. Ich weiß aber selber noch nicht, was genau bei mir passieren wird. Habe einige Ideen und ja, aber verschiedene Richtungen. Jetzt startet erstmal die Coaching-Phase ab 15. Januar. Da lief die Bewerbungsphase schon vorbei, glaube ich, wenn ihr das Video seht. Aber genau, da wird Coach dann 16 Wochen lang limitierte Anzahl an Personen, damit sie wirklich erfolgreich werden in verschiedenen Bereichen, so Mindset, Fitness, Ernährung, Technik und Taktik. Und ja, da freue ich mich unglaublich drauf, euch da nochmal direkt da weiterzuhelfen und euch nochmal mehr zu unterstützen, damit ihr wirklich erfolgreich werdet. Und ja, ich bin mega dankbar, dass ihr mich da unterstützt. Natürlich gibt es immer welche, die nicht so ja, damit begeistert sind, was jetzt wie und abläuft und so, aber ich glaube, ich finde einen ganz guten Weg, dass ich vielen Leuten weiterhelfen kann, gerade auf Instagram und so ist der Kontakt so stark. Deswegen, falls du da noch nie am Start bist, schau gerne vorbei. Und genau, ich werde das Video dann weiterdrehen in Böblingen. Da fahre ich dann am 27. Dezember hin, arbeite ich ein paar Tage für Torben Wosig mit bei der Tischtennisakademie. War da früher selbst schon einmal als Spieler mit dabei und ich finde die Bedingungen wirklich, wirklich stark. Torben Wosig ist für mich auch mittlerweile ein Mentor geworden, der mich ja unterstützt, wo ich viele Anregungen bekomme, auch wie man als Trainer arbeitet und so weiter. Und ja, ich freue mich da auch Torben ein bisschen unterstützen zu können. Ich nehme mich da gerne mit, habe da auf Instagram auch nachgefragt, ob ihr da gerne ja, ein paar Einblicke hättet, auch hier von Österreich und so weiter. Mal sehen, vielleicht läuft doch gerade im Hintergrund ein paar coole Szenen ab oder ich schneide ein extra Video hin. Genau, also ich freue mich unglaublich auf die Zeit. Zum Jahresendspurt nochmal einiges los. Hier dann jetzt in Österreich, dann in Böblingen, in der Nähe von Stuttgart, da ist die Akademie von Torben Wosig, dann bin ich wieder in Berlin, gebe noch ein bisschen Privattraining, starte dann auch die Coaching-Phase ab 15. Januar, bin ich erstmal ja auch wieder zurück, dann ist wieder die B-Lizenz-Ausbildung und so weiter und neue Projekte, neue Ideen und so weiter. Deswegen, ich freue mich unglaublich auf die Zeit, ich würde mich auch freuen, wenn du weiterhin mit am Start bist und ja, wir sehen uns dann auf dem Weg nach Böblingen. Bis dann. Nicht drüber kommt, aber auch nicht drunter ist. Geplant ist so verantwortlich, es gibt eine Gruppe 1 und 2, das ist aber nicht aufwerten oder abwerten. Gruppe 1 ist die obere Reihe und vom Stützpunkt, das erkläre ich nach dem Aufwärmen nochmal. Hauptverantwortlich für Übungen sind der Jevgeni und ich. Jevgeni spielt bei Borussia Dortmund in der 2. Bundesliga und arbeitet im Stützpunkt Nordrhein-Westfalen, war russischer Meister. So, uns zur Seite steht noch zum Ballhammer-Training der Bojan Wesinger. Hier der Mann, der gerade mit der Kamera, da will ich dir direkt vor Anfang an was fragen. Er macht auch teilweise Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen von der Halle oder von der Gruppe. Wenn irgendjemand dagegen ist, der jetzt nicht einmal auf andro.de oder auf meiner Homepage oder auf Facebook oder sonst wo auftauchen will,
der soll ihm das oder mir dann bitte mitteilen. Ansonsten ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man mal so ein paar Aufnahmen machen könnte. Also am besten halt, dass wir kommen oder so viel wie möglich am besten, wenn es irgendjemand nicht passt und dann ja. Achte ich drauf. Ja. Die Gruppe 2, hauptverantwortlich für Übungen, sind die Janua und der Hassan. Wenn du bereit seid, wird jetzt der Hassan ganz am Anfang 5 Minuten ungefähr das Laufen vormachen, ein paar kurze dynamische Dehnübungen und dann geht es an die Tische. Wir können nicht grob sagen, wie die Einteilung ist, sollte schon ungefähr also ausgerechnet aufgehen, halb, Gruppe 1, Gruppe 2. Wenn man vielleicht sagt, ab 1300, 1350 geht man zur Gruppe 1. Heißt aber nicht, dass die dann immer in der Gruppe 1 sind oder die Surferinnen dann immer in der Gruppe 2 sind. Also die Partner werden auch gewechselt, weil einmal nur, dass wir halt mal so einen Anfang haben, dass wir wirklich zwei Gruppen mischen können. Erwachsene und Kinder halt zusammen. Und die etwas nicht so Kinder, die machen dann einfach Seiten. Okay? We'll be right back.
Erfolg aufgeschrieben. Ja. Wenn man einfach die Knoten kann, sind es auch super. Man darf auch mal seine Schusszeit zurückschicken. Aber es ist nicht mehr, wenn ich schon die Knoten kann, dann ist es wieder der Knoten. Okay, Torben, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ja, wir sind jetzt beim Winter-Weihnachtslehrgang oder sagen wir Saison-Vorbereitungslehrgang für die Rückrunde in der Wosik Tischtennis Akademie und haben ja, 3 Tage einen sehr intensiven Lehrgang hinter uns gebracht, der gleich zu Ende geht vom 27. bis zum 29.12. und der, denke ich mal, für alle Beteiligten ein voller Erfolg war. Ja, im Hintergrund sind gerade noch die Wettkämpfe, oder? So ein kleines Abschlussturnier. Genau, letzte Einheit jetzt, so 2, 2,5 Stunden machen wir ein Abschlussturnier mit Preisen, haben das aufgeteilt in eine A- und eine B-Gruppe. Wir sind mit 6 Trainern insgesamt hier vertreten, denke mal auch, dass es ziemlich einmalig ist und ja, haben das eigentlich gut in den Griff bekommen. Muss mich aber auch da bei meinen Kunden bedanken, also ich habe hier wirklich jetzt nur nette und ehrgeizige Leute kennengelernt. Viele, die auch zum ersten Mal dabei waren und von weit her angereist sind, also aus Hamburg, aus Bremen, aus Regensburg, vom Bodensee, Oldenburg, also bin ich stolz drauf. Ja, sehr viel im Hotel auch gewesen hier und auch super Stimmung gewesen. Ich glaube, viele haben sich hier auch gut unterstützt gegenseitig. Mit Balleimer auch, glaube ich, 2 Tischen ganzen 3 Tage. Genau, wir haben die ganze Zeit immer 2 Balleimer-Tische gehabt. Ich kann ja auch mal kurz sagen, wer da war. Also Jewgeni Fadejew von Borussia Dortmund hat seinen Sohn mitgebracht, den Kirill Fadejew. Dann du, wie gesagt, die ganze Zeit als Co-Trainer dabei, meine hauptamtliche Co-Trainerin, die Shuyan Hua, die dann die B-Gruppe geleitet hat, der Hassan vom SV Böbling und Sven Stolz, der auch im Einzelunterricht bei mir seit einigen Jahren tätig ist, also hat schon gut gepasst. Okay, und wann ist der nächste Lehrgang, schon irgendwas geplant oder erstmal Pause? Geplant, ja, also wahrscheinlich in den Faschingsferien, also die größten, wir sprechen jetzt von größeren Lehrgang, 3-Tageslehrgänge, also Faschingsferien, Osterferien, Pfingstferien.
Und zwischendurch sollen aber auch noch ein paar Tageslehrgänge sonntags stattfinden. Und ich hoffe mal, dass in den nächsten 2-3 Wochen dann die neue Homepage fertiggestellt sein wird. Genau, ich mache das kurz. Also wir haben hier die ersten zwei kommen weiter. Ja, ich habe schon alles aufgeschrieben. Genau. Das heißt aber, der kommt gemacht. Auf 1, der kommt auf 16. Ich halte drauf.